Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guarin-Video. In diesem Video möchte ich mein Projekt Bookshelf einrichten, das heißt mal die Modelklassen erstellen und einen ganz einfachen Webservice zum Testen. Wie Sie sehen, habe ich hier mein Projekt bereits eingerichtet. Wie das geht, habe ich in einem separaten Video gezeigt. Nun lege ich los, indem ich meine Packages erstelle, um meine ganzen Dateien zu organisieren. Das Model Package brauche ich. Dann brauche ich das Service Package. Und ein Utility Package möchte ich auch noch, das brauchen wir dann etwas später. So, damit sind die Packages bereit. Jetzt lege ich los und werde mir die ganzen Modelklassen erstellen, die ich hier brauche. In den Schulungsunterlagen sehen Sie das Klassendiagramm. Also wir haben zunächst mal den Publisher. Seit ich mit Git arbeite, brauche ich eigentlich Versionen und Sins nicht mehr. Ich muss das mal aus meiner Vorlage entfernen. Ja, der Publisher hat nur ein einziges Attribut, nämlich den Namen des Publishers. Dazu brauche ich jetzt noch die Getter und Setter. Das geht mit irgendeinem Menü, hier, Generate. Wähle Getter und Setter, wähle mein Attribut. Und schon ist diese Klasse bereit. Als nächstes erstelle ich mein Buch. Hier habe ich nun ein paar Attribute mehr, aber auch diese sind alle private. Die Unique ID eines Buchs, das ist sozusagen mein Primärschlüssel, wenn ich jetzt auch schon Richtung Datenbanken denke, aber allgemein die Identifikation. Dann haben wir den Titel. Den Autor, ein Publisher-Objekt, dann den Preis, und die ISBN-Nummer. Auch hier generiere ich mir die ganzen Getter, Setter. Es ist wichtig beim Generieren, wo die Maus bzw. der Cursor ist. An der Stelle wird es eingefügt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben bin und mir was generieren lasse, dann erscheint es vor den Attributen, was natürlich hässlich ist. So, New und zuletzt das Bookshelf. Das ist eine Map. Bestehend aus einem String als Schlüssel und dem Buch als Attribut.
Klar, jetzt verschwindet es, wenn ich es zeigen will. So, hier. Ich werde jetzt darauf hingewiesen, dass Map kein Objekt ist, das Java Native kennt. Frage mich, meinst du eine Java Util Map? Ja, also Alt Enter. Und schon ist der Import vorhanden. Das ist dann die Bookmap. Ja, und jetzt möchte ich mal kurz zeigen, was geschieht, wenn ich den Cursor schlecht platziere. Wenn ich jetzt zu Generate gehe, Get the Setter, dann sehen Sie, kommt sie oben. Das ist nicht das, was ich will. Ich hätte die gerne weiter unten. Typischerweise habe ich Getter Setter am Ende der Klasse. Ja, damit habe ich schon mal die ganzen Model-Klassen erstellt. Sie sehen, das ist keine allzu große Geschichte. Der nächste Schritt ist dann, dass ich mir jetzt auch noch die ganzen Vorlagen hole. Dafür brauche ich dann die URL von GitLab. Machen wir mal einen Webbrowser auf. Copy-Paste will heute nicht. Ja. Ja, falls Sie sich noch nie auf meinem GitLab-Server eingemeldet haben, beziehungsweise angemeldet haben, dann sollten Sie das spätestens jetzt nachholen, weil ich kann Sie auch erst ins Projekt einladen, wenn Sie sich mal angemeldet hatten. Ja, das ist nun das Projekt-Setup, was jetzt hier relevant ist. Sind die beiden Service-Klassen hier, die Config-Java. Hier wird die ganze Applikation konfiguriert. Das werden wir dann im nächsten Video genauer anschauen, wenn wir wirklich erste Web-Services bauen. Ich lade das mal runter und Test-Service-Java ist ein ganz simpler Service, einfach um zu schauen, ob meine Applikation funktioniert. Auch das runterladen. Dann gehe ich mal hier zu den Downloads. Und kopiere die beiden Klassen in das Service Package. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, ich denke, ich kann jetzt mal das Ganze laufen lassen. Ich habe jetzt hier schon direkt dieses Run Glassfish 5.0.0. Das heißt, er hat erkannt, ja, das ist ein Glassfish-Server, das ausführt. Build, Deploy. Und er wird mir dann auch automatisch den Browser öffnen, wenn es dann geschafft hat. Ja, und jetzt erscheint hier dieses Dollar and Dollar. Das kommt aus dieser index.jsp-Datei. Aus irgendwelchen Gründen will er hier unbedingt eine JSP-Datei jeweils anlegen, wenn ich das Projekt erstelle. Die kann ich aber eigentlich ignorieren bzw. löschen, da wir nicht mit JSP arbeiten. Stattdessen rufe ich nun meinen Service auf. Der genaue Pfad, der steckt in den beiden Klassen, die Sie von mir erhalten haben. Denn hier zunächst ist mal Resource.
gefolgt von Test, Test. Ja, was ich jetzt hier sehe, ist die Antwort des Servers. Das sind JSON-Daten. Im Rohformat sieht das so aus. Firefox, wenn es JSON erkennt, stellt es direkt mit Value, Key-Value-Paaren dar. Ich kann aber auch die Entwicklerwerkzeuge öffnen mit F12, Netzwerkanalyse. Wenn ich jetzt hier den Request erneuere, dann sehen Sie, das hier ist mein GET-Request, den ich abschicke. Hier die ganze URL. Ich kann mir die Antwort des Servers anschauen. Ich sehe hier auch HTTP-Status-Code. Ganz grundsätzlich, wenn ich entwickle, sind eigentlich diese Tools immer offen, weil ich mag nicht raten, weshalb jetzt irgendwas nicht läuft, ob der Server keine Daten schickt, ob mein Client die falsch auswertet. Also das ist so ein Tool, das ich fast permanent offen habe bei der Entwicklung. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, zwei, drei Dinge vorzubereiten, die wir dann später brauchen. Das erste ist im Web, mache ich einen Ordner JS und noch einen Ordner CSS. Und wie Sie vielleicht vorhin schon gesehen haben, diese beiden CSV-Dateien mit den Daten, die sollen nun in den Ordner Data rein. Sie sehen, das habe ich bereits für Sie vorbereitet, aber zur Sicherheit prüfen Sie es nochmal, ob hier wirklich diese beiden CSV-Dateien sind, weil hier sind dann später die Bücher und auch die User drin, die wir lesen und schreiben. Ja, damit bin ich bereit für den nächsten Schritt, das ist dann das Entwickeln eigener Services, aber das folgt in einem neuen Video. Ich hoffe, Sie konnten diesem Video folgen und haben was gelernt. Bis dann. Tschüss.